Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Beyond Two Souls. Ja, Spiel fortsetzen und ich habe vermutlich nicht alle Hotspots jetzt im Moment gemacht von denen, die wir eigentlich erledigt haben, denn es war kein Safe State. Ich habe jetzt noch ganz kurz im Nachhinein diese Gitarrenszene hier nochmal kurz nachgespielt. Und ihr seht auch, dieser Cole-Punkt kommt jetzt wieder, kann ich jetzt wieder aussprechen, den hatten wir in der letzten Folge schon gemacht. Aber ich wusste jetzt nicht mehr auswendig, was wir schon alles gemacht haben und was nicht, was also vor dem Safe State war und was nicht. Aber es ist ja nicht viel. Oh, was war das? Mach schon einen. Genau. Wir können ja jetzt einen einsetzen, das haben wir in der letzten Folge ja schon gehört. Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein! Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern! Genau, das kennen wir bereits. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Aber das ist nicht schlimm, das können wir ja alles nochmal kurz machen. So als kleine Gedächtnisauffrischung. Bitte. Komm schon, Cole. Bitte. Bitte, lass mich raus, nur einmal. Wieso musst du den Nathan alles verraten? Es tut mir leid, Prinzessin. Aber ich kann nicht. Ich kann da nichts machen. Ja, um ehrlich zu sein, tut mir Cole da schon auch ein bisschen leid. Ja, wir können uns jetzt im Endeffekt nochmal aufs Bett hinsetzen und das Ganze alles machen. Das haben wir ja alles im Grunde genommen schon gemacht. Aber was wir ja schon mitbekommen haben, dass uns Aiden helfen soll. Und das werden wir jetzt mal machen. Wir gucken jetzt mal, was Aiden denn da alles anstellen kann. Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Jetzt haben wir unseren eigenen Laptop kaputt gemacht. Wasser. Ernsthaft? Unseren eigenen Laptop? Ja, wir können halt jetzt alles kaputt machen, gehe ich mal davon aus. Das Licht machen wir kaputt. War's das jetzt? Nein. Bist du stolz auf dich? Ja, wunderbar stolz. Ich hoffe es. Ja. Denn morgen wirst du das alles aufholen. Okay, einwandfrei. Ich freue mich drauf. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir dafür jetzt Aiden so quasi missbrauchen würden. Finde ich schon schade. Scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Was denn? Was denn? Ich komme gerade nicht zurück jetzt. Noch. Das Telefon? Wo war denn das Telefon von uns? Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Nein. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Ach so, Cole okay. Wurde angerufen. Klar, dann also bis morgen. Und nun? Was hat uns das jetzt gebracht? Oh nein, können wir den jetzt übernehmen? Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es das ist, was von uns verlangt wird. Ernsthaft? Oh Gott. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Aber wenn das unsere einzige Möglichkeit ist, um rauszukommen... Dann Mut zur Lücke. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Hat das einen bestimmten Grund, Jody? Ich weiß es nicht. Pass wenigstens auf, okay? Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das stimmt allerdings. Jetzt gibt es wahrlich kein Zurück mehr. Oh Mann. Was können wir hier machen? Nichts, oder? Wir können jetzt also im Endeffekt nur abhauen. Und zwar so schnell es geht. Denke ich zumindest einmal. Können wir eigentlich auch umstellen? Nee, wir können also jetzt nur Jody steuern. Es wäre ganz interessant gewesen, ob wir Cole hätten auch steuern können. Okay, es geht also jetzt mehr oder weniger auf den straighten Weg nach draußen. Abgeschlossen. Ach, ja, klar. Cole, hast du einen Schlüssel? Ach ja, er hat diese Karte. Oh, der wird gewaltig Ärger bekommen. Nicht nur wir, auch er. Oh Gott. Na gut.
Nun? Ist es wirklich so leicht? Ernsthaft? Komm, Jody, wenn du das machen möchtest, dann solltest du dich jetzt aber auch beeilen. Was ist das hier? Achso, das war nur ein Automat. Ich dachte, es wäre eine offene Tür, wo das Licht durchscheint. Okay, das hier ist rot. Das sieht nicht gut aus. Rot bedeutet mit Sicherheit, hier dürfen wir nicht so schnell durchgehen. Oh, hallo Cole. Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Ich fühle mich nicht... Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht. Also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar. Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich. Also, stimmt, Cole? Ja, also... Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Ich schätze, ihm ist heute nicht so sehr nach Reden. Ich glaube, seine Oma ist tot. Oder so. Ich weiß nicht, ob Reden gut gewesen wäre. Können wir das? Sollten wir es ausprobieren? Mich würde es interessieren. Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr, als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Puh. Ciao. Jetzt geht's schon. Das Spiel hat einige Grafikbugs. Ist euch das aufgefallen? Gut, dann gehen wir jetzt an die frische Luft. Oh, mir tut es so leid um Cole, ganz ehrlich. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Oh, ist es das etwa schon? Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Ja, bevor sie uns finden, das wäre wahrlich nicht schlecht. Okay, können wir einsteigen? Nicht? Achso, sollen wir jetzt ernsthaft fahren? Nö, ist zugesperrt. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Kannst du das, Aiden? Ich denke, du solltest dich genug auskennen. Ja, der hat das voll drauf. Okay. Gut. Dann setzen wir uns wohl jetzt mal ganz brav auf den Beifahrersitz. Was, ein Kofferraum? Wir klettern doch jetzt nicht ernsthaft in den Kofferraum. Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Ach so, falls der, wenn er durch so eine Schleuse oder so muss, dass sie uns nicht sehen. Los geht's, ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Das ist gar nicht mal so dumm, muss ich sagen. Tatsächlich eine Schleuse. War ja einfach. Vermutlich zu einfach. Okay. Dann machen wir jetzt den Kofferraum auf und holen Jody wieder, oder? Komm, Jody, ich denke, du solltest da jetzt raus. Frische Luft bekommst du da drin jedenfalls nicht. Zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Ich frage mich, ob Cole das hört, was sie zu ihm sagt. Okay, dann gehen wir mal in den Wald. Hier kommen wir aber irgendwie nicht rein in den Wald. Irgendwie funktioniert das nicht. Wir können also im Moment nur die Straße entlang gehen. Müssen wir jetzt einen Weg suchen oder können wir hier vielleicht in den Wald gehen? Ah, hier können wir reingehen.
Gott, der Arme. Und er wieder zu sich kommt und das alles nicht mitbekommen hat. Wenn es so wäre, dass er das eben nicht mitbekommt, dann tut er mir jetzt schon leid. Hier ist die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Du bist also wirklich nur wegen der Bar jetzt raus? Ach, Jodie. Naja, dann gucken wir mal. Können wir uns umschauen? Können wir euch Aiden? Okay, wir können Aiden jetzt rufen. Ihr habt ja auch gesagt, ich soll mich mit Aiden etwas mehr umschauen. Okay, in diese Richtung können wir nicht im Moment. Irgendwie kommen wir auch nicht rein. Doch, okay. Es ist uns also im Moment nicht vorbestimmt, sag ich mal, mit Aiden hier so kleine Umwege zu machen. Okay, gut. Ich möchte jetzt nicht direkt gleich in die Bar rein. Ihr habt ja... Ach, geht nicht? Okay. Weil ihr habt ja gesagt, ich soll mich mehr umschauen. Das habe ich wohl jetzt nicht oft genug gemacht und dadurch vielleicht einiges versäumt. Das möchte ich jetzt doch immer wieder mal machen. Cooler Dartautomat. Der ist klasse. Wer war? Der Dartautomat ist klasse. Das muss ich sagen. Aber das Outfit ist auch cool, was sie anhat. Können wir den Leuten zuschauen. Oh, hier ist ein Stuhl. Dann setzen wir uns doch einfach mal hin und warten mal. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Ich will nur eine Limonade. Nett. Aber warum ist von denen niemand da, die sie eigentlich erwartet? Sieht alles nicht gut aus, Jodie. Ich denke, wir schauen uns jetzt mal eben um, weil was wollten die hier bei der Tür? Achso, die sind jetzt weg. Okay, wir können nicht zurück. Aber mir sind diese Jungs hier am Tresen nicht geheuer. Was meinst du, wie alt die ist? 15, vielleicht auch 16. Und was macht sie hier drin so ganz allein? Die gefallen mir nicht. Was weiß ich? Braucht vielleicht noch ein bisschen Gesellschaft. Scheiße, weißt du was? Dann macht die Kleine sicher richtig was her. Boah, die sind mies. Laber doch nicht, Earl. Trink dein Bier aus und halt die... Hey, erzähl mir nicht, dass du nicht heiß auf die Kleine bist, ne? Ja, tja. Man muss sich schon fragen, was sie allein hier will um diese Uhrzeit. Bestimmt nicht das, Jungs. Boah. Sieh dir die Schlampe doch an, Alter. Hübsch ist sie auch, ne? Schon mal. Halt den Rand. Die sind ganz schön mies, die Kerle. Ich weiß nicht. Die sind mir nicht geheuer, Jodie. Wir sollten echt aufpassen. Stehen wir mal auf. Okay, ich glaube nicht... Okay, hier gibt es ein Separé. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ein Separé zu gehen. Okay, das sind hier die Toiletten. Ja, ich weiß. Nathan wird mich umbringen. Hoffentlich ist es das wert. Ich habe die schlimme Befürchtung, dass es nicht wert sein wird. Denn diese Kerle sind mir nicht geheuer. Die Leute, auf die wir warten, sind nicht hier. Ergo kann das Ganze eigentlich nur nach hinten losgehen, was jetzt passieren wird. Die Jungs sitzen noch immer am Tresen. Können wir denn wenigstens irgendetwas machen? Nicht wirklich. Ah, doch. Okay, wir können Pinball spielen. Nett. Oh,
Auch nicht schlecht. Komischerweise bewegt sich aber nicht der Flipper. Das finde ich ein bisschen schade für dieses Spiel. Oh oh. Wobei nein vermutlich die bessere Entscheidung gewesen wäre, aber ich mag Billard und vielleicht könnte uns das ja Spaß machen. Wir müssen uns ja die Zeit irgendwie vertreiben. Auch wenn ich nicht glaube, Ladies first, dass unsere Freunde kommen. Was war das jetzt? Ach so, wir hätten die Bewegung mal vorahnen können. Ups. Was machst du hier so ganz alleine? Also, ich treffe hier Freunde. Sie müssten gleich da sein. Hm. Ich hasse diese Bewegung im Billard. Jeder, der Billard schon mal gespielt hat und diese Bewegung machen musste, weiß, wie komisch es sich anfühlt. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? Schon fast 17. Oh nee. Alt genug. Ich wollte eigentlich nicht die Wahrheit drücken. Ich wollte nicht diese Lüge drücken. Scheibenkleister. Das war ein Versehen. Gar nicht mal übel. Ich sollte mir mehr Zeit mit den Antworten lassen. Wissen deine Eltern Bescheid? Ist das hier Billard oder eine Quizshow? Was? Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Was soll denn der Käse jetzt? Ein? Mach was. Mach was ein. Wer ist da? Wo bist du, scheiß Krieg? Zeig dich jetzt! Komm raus, du feiges Arschloch! Jetzt ist Ruhe, okay? Komm schon, Jody, geh runter vom Tisch. Jetzt Ruhe. Wir können nicht zurück. Aus irgendeinem Grund müssen wir weitermachen. Komm schon, Aiden, hör auf jetzt damit. Lauf dir jetzt davon, bitte. Ja, ihr solltet gehen. Und zwar schnell. Wird's bald. Seid immer noch nicht weg. Das ist ein verfluchtes Gespenst, das uns bestraft für unsere Sünden. Scheiß als Maul, Frank, das ist Bullshit. Nein, das ist die Wahrheit. Verdammt, ja, ich gehe hier noch drauf. Niemand geht drauf. Wir verschwinden von hier. Ja, dann haut doch endlich ab. Ach, Jody. Scheiße, was soll denn machen, du sagst? Aiden, lass sie doch raus. Ist jetzt Ruhe? Nein, 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 nein. Wir werden die Leute nicht angreifen, Aiden. Wir können die Leute doch nicht angreifen, Aiden. Das ist nicht dein Ernst. Achso, wir können übernehmen. Moment, wie war das? Rot töten, Orange übernehmen? Ich möchte nicht töten. Oh nein! Nein, 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 nein. Der schießt aber jetzt hoffentlich die Tür auf, oder? Nein, 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 wir werden hier niemanden erschießen. Kannst du nichts mehr raus hier? Gut, dass ich nicht gedrückt habe. Jody. Jody! Oh mein Gott, was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? Und ein einziges Mal wie die anderen sein. Ich weiß, ich weiß. Es ist okay. Es ist okay.
Ach, armer Cole. Es war so klar, dass das Ganze nach hinten losgehen würde. Okay, wir sind jetzt allein, in dem Kapitel allein. Sie haben eine Trophäe verdient für immer zusammen. Allein aufgrund dessen, wo der Punkt ist, gehe ich mal stark davon aus, es wird jetzt die Zeit sein, relativ, Nacht, die erste Nacht. Also, ich gehe mal davon aus, wenn wir feststellen, dass wir jetzt alleine hier in dieser Klinik sind. Wir sind jetzt also wieder in der ganz frühen Kindheit angelangt, genau. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Wir könnten jetzt eingreifen? Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Nein. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben, alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Dawkins. Was können wir jetzt machen? Können wir denn überhaupt etwas machen? Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Nein, wie es scheint, können wir nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich so das ist es möchte. Das Beste. Ja, das sagst du, dass es das Beste ist. Auf Wiedersehen. Ihr lasst euer Kind als jetzt einfach so im Stich? Solltet euch schämen. Solltet euch wirklich schämen. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen. So. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Es ist immerhin ihr Kind, auch wenn ich glaube, dass es das Adoptivkind ist. Aber wir können nichts machen. Wir können nur zusehen. Das reicht. Los, komm. Jody, möchtest du denn nicht wenigstens irgendetwas sagen? Was, wir könnten ihn jetzt töten? Nein. Jody, wir sind hier. Wir sind immer für dich da. Das ist krass. Das ist heftig. Wir hätten den Vater jetzt töten können, wenn ich das richtig sehe. Also wenn ich es ja richtig verstanden habe, war ja das Blaue ist eine ganz normale Interaktion. Sie haben eine Trophäe verdient, Vergebung, tatsächlich. Das Blaue war die normale Interaktion oder eben die Vergangenheit aufnehmen. Orange war übernehmen und Rot war töten. Und wir hätten unseren eigenen, ja, vermutlich Ziehvater töten können. Das ist heftig, das finde ich echt krass. Das sind aber Wege, die ich persönlich nicht einschlagen möchte. Auch wenn vielleicht ein Kleinkind und auch dieser Aiden sehr krass reagieren, sehr emotional reagieren können, wäre, also bin ich der Meinung, dass das nicht richtig wäre. Jetzt geht es weiter mit Navajo. Ich bin gespannt, was das bedeutet. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Der ist gut. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du fertig bist. Wo sind wir hier jetzt? In den Nevada, wie es scheint. Können wir denn mit ihm irgendwas machen? Können wir irgendwo versuchen, Essen zu bekommen? Trinken? Können wir irgendwas sehen? Scheint nicht so. Okay, sind also sehr gebunden. Wir können also nichts mit ihm machen. Oh, guck mal, was da ist. Jody, guck mal.
Was machst du denn? Nein, schau. Okay, müssen wir. Ist da vielleicht da vorne ein Weg? Oder. Ich meine, da ist doch was. Ich sehe es doch. Ich habe es doch gesehen. Ja, scheinbar darf ich das nicht sehen. Okay. Schade eigentlich. Aber da war doch. Hier, genau. Oh. Das war ja irgendwo klar. Aber guck mal, da ist doch etwas. Da gehen wir jetzt hin. Aber irgendwie spinnt hier die Kameraperspektive. Sie wirft mich immer wieder zurück, aus welchen Gründen auch immer. Komm schon, Jodie, noch ein Stück. Da kommt noch mal einer. Nimm uns gern mit? Nein, natürlich nicht. Gut, dann lassen wir das jetzt einfach. Ich möchte ehrlich gesagt eher wissen, was das da rechts ist. Vielleicht können wir da hin. Sieht doch ganz gut aus. Ach, Jodie, guck mal, da ist doch schon was. Gib doch jetzt nicht schon auf. Es wird alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Was sag ich doch? Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Wir sind hier also in einem kleinen Dorf angekommen. So eine kleine Ranch oder wie, was auch immer das ist. Dann schauen wir uns doch mal um, ob wir hier irgendwas sehen. Hier ist jedenfalls schon mal nichts. Okay, also es müssen hier Menschen leben, denn sonst könnten die Tiere nicht bewirtet werden. Dann gehen wir doch mal zum Wohnhaus. Ist das das Wohnhaus? Das ist auch noch eine Stallung. Guck mal, Jodie, hier wäre Wasser, aber ich weiß nicht, ob du dieses Wasser unbedingt trinken möchtest. Schauen wir mal, vielleicht können wir ja da reingehen. Klopfen dürfte ja zumindest möglich sein. Na? Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Warum? Du solltest abhauen. In der Hostel. Ja, ja. Ja, es war so. Akurinao. Tobone, Zarahe. Dinne. Tote je, kotnoast ad. Bendeko, doch kach. Ado, bendego no doch to. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Okay. Komm rein. Das ist seltsam. Warum hat der eine uns abgelehnt? Und der andere sagt ja. Wie heißt du denn? Jodie. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani, wundere dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke. Warum habe ich das Gefühl, dass ausgerechnet wir das ändern werden, dass sie sprechen wird? Naja, ich werde mich jetzt hier an dieser Stelle auf alle Fälle verabschieden. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in wenigen Tagen wieder zu einem neuen Part. Bis dahin, tschüss!